Am Dienstag, den 7. November, startete vor dem Landgericht Leipzig der Prozess gegen den Musiker Gil Oferim. Focus Online war für Sie live vor Ort mit dabei. Zum Prozessauftakt hat man im Gerichtssaal eigentlich eine Stecknadel fallen lassen können und man hätte es gehört. Alle waren sehr gespannt, was denn gesagt werden wird, ob Herr Oferim aussagen wird, was er dann tatsächlich noch nicht getan hat. Und gerade als es um die erste Befragung ging, um die Befragung des Hotelmanagers, dem ja der Antisemitismus vorgeworfen wurde durch Herrn Oferim, da war einfach eine Spannung im Saal. Der Gerichtssaal war ja gefüllt mit knapp 100 Leuten und alle haben gespannt erwartet, dass Gil Oferim auftaucht zum Prozessauftakt. Und als er dann rein ist, war es eigentlich, ging alles eigentlich recht schnell. Also Gil Oferim ist durch die Tür gegangen und dann geht natürlich das Blitzlichtgewitter los, also die ganzen Kameras. Und ansonsten war er eigentlich sehr ruhig, also das Gesicht eigentlich eher neutral, gefühlt ein bisschen angespannt, ein ernster Blick. Gerade als die Zeugen ausgesagt haben und befragt wurden, hat Herr Oferim mal die Stirn gerunzelt, hat viel mitgeschrieben. Was mir sonst sehr auffiel, ist eigentlich eher kurios und musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ein deutsches Gericht, das Landgericht Leipzig, und wir hatten am ersten Tag wahnsinnig viele Technikpannen. Was eigentlich irgendwo erschreckend ist, dass bei so einem großen Fall, der auch mit medialem Interesse da im Mittelpunkt stand, wir es nicht schaffen, dass die Technik funktioniert und die Zuschauerinnen und Zuschauer auch die Personen hören, die sprechen. Am 14. November soll es mit dem Prozess weitergehen. Insgesamt sind noch 8 Tage angesetzt. Ob Oferim selbst aussagen wird, steht noch nicht fest.